Wir machen jetzt zwei SPCs. Und zwar als erstes 84 plus. Da muss man 83er Squad einfach abgeben. Easy peasy. Versucht so viele 83er wie möglich reinzuhauen. Ihr habt zwei Chancen, glaube ich, 82er sogar noch reinzuklatschen. Ich habe zwei 82er auch drin. Und zwar Buffon, Lopez, Romagnoli, Acerbi, Baumann, Castells, Paul Lopez, Trapp, Vela, Tadic sowie Radetzky. Das gibt das 84 plus Pack. Meine Hoffnung ist, dass jetzt hier ein geiler Tots-Spieler aus der britischen Liga reinflattert. Und das sollte Bruno Fernandes sein. Let's go. Nein. Nein. 84 plus, der beste Ferrati. Godin bräuchte ich eigentlich für eine SBC, aber ich nehme lieber den 86er. Oh, was ein Kack. Was ein Kack. Und dann haben wir noch die Premier League Challenge. 6 seltene. Mindestens einer aus der Premier League. 4 Vereine. Also 4 müssen aus einem Verein sein. 4 müssen Gold sein. 2 selten. 70 Gesamtwertung. 85 Teamchemie. Guali. Tortorn Erstbesitzer, Williams Erstbesitzer, Clark Erstbesitzer, Klampin Erstbesitzer, Letzten Erstbesitzer, Kouyaté, Townsend, Hennessy Erstbesitzer, Esse Erstbesitzer und Barretten. Goldspieler Set Klein. Freitag kommen die La Liga Tots. Heißt, dass ich wahrscheinlich alle Packs noch aufmachen werde, weil die La Liga mich weniger interessiert als die Premier League. Deswegen gucken wir mal, was im Goldpack drin ist. Ein seltener haben wir ja drin. Vielleicht kommt was. Vielleicht auch nicht. Hier wäre ehrlich kein Coins machen können, weil es alles Untrades sind. Es sind nämlich ganz viele Packs von den Spielern, die ich freigeschaltet habe. Und hier ist nichts drin. Schade. Zumindest zwei konnte ich untrade zu Trade tauschen. Aber sonst leider nichts. Das mit dem 84 plus ärgert mich schon. Jetzt aber Spanien. Linksverteidiger. Voll Athletik. Bilbao. Es ist Yuri Berchique. Die What If hätte ich lieber gehabt, die 89er. Nächstes Pack, nächstes Glück oder Unglück? Es ist Unglück. Schade. Hatte ich halt den eben schon genau in dem Pack drin noch tauschen können. Elektrum-Spieler-Pack. Skrinja hat nur noch 9000 gekostet. Also es war schon gut, dass ich mich entschieden habe für den 86er. Godin auch nur 8,5. Higuin, den brauche ich für den ersten Squad von Agüero. Das ist gut. Nicht einmal ein Wandspieler. Heute kommt gar nichts. Also heute kommt wirklich gar nichts. Gut, es sind halt Mistpacks. Muss man dazu sagen, die Packs sind kacke. Aber
auch hier, wenn ein Seltener dabei ist, kann es sein, dass was kommt. Allerdings nicht so. Marciello. So, ein Promo-Pack. Italien, Torwart vom AC 85er Donnarumma. Das geht klar. Das geht klar. Porto ist auch noch dahinter. Könnte man theoretisch auch verkaufen. Sonst leider nichts dabei, was mich jetzt geil machen würde. Seltenes Goldspieler seit klein. Italien, Innenverteidiger von Lazio, 83er Acerbi. Heute kein Glück. Nichts wert. RM. In Info. Sturm wäre schöner gewesen, wäre es nämlich Shevchenko geworden. So ist es ein 83er Zigankov. Dahinter leider nichts. Naja, 10.000 Abschlusspreis. 11, wenn wir Glück haben. Wir haben noch 3 Packs. Wieder Müll. Nochmal Müll. Es klatscht halt den Verein nur voll. Das ist halt das Doofe. Und zum Abschluss. Also ich habe ja noch eine SBC gleich. Aber die Premier League 80 plus. Ist da der Bruno drin? Nee. Es ist gar nichts drin. Es ist überhaupt nichts drin. Es ist Aurier. Es ist ein 80er. Das Pack war ein Minus-Pack. Der Bruno hat irgendwie noch keine Lust zu kommen. Machen wir gleich weiter mit der Saudi-League. Nächste Folge.